Vibdis ist ein Pokémon mit dem Typ Gift und existiert seit der dritten Spielgeneration. Vibdis ist ein großes, schlangenähnliches Pokémon. Sein Körper ist schwarz und die Haut ist geschmückt mit Elementen, die in einer gelben und lilanen Farbe gefärbt sind. Hierbei sind in erster Farbe auf dem Rücken und auf der Stirn des Pokémon Sechsecke mit einer Ellipse in der Mitte sowie an Noppen auf der Unterseite zu sehen. In lilaner Farbe sind ein zackenförmiges Muster auf der Vorderseite und im Gesicht sowie ein Ring kurz vor dem hinteren Ende von Vibdis zu sehen. Auch besitzt das Pokémon spitze lange Giftzähne, einen schwertähnlichen Schwanz, aus dem ebenfalls Gift austritt. Diese sowie die Augen sind jeweils rot gefärbt und Vibdis Shiny Form. Dort sind die lilanen Stellen rot gefärbt, die gelben Stellen giftgrün und die roten Stellen blau. Vibdis ist ein Pokémon, welches vor allem seine Stärke heraussticht. Diese zeigt sich sowohl bei physischen Giftattacken, sobald es seine Gegner mit Hieben seines giftigen, scharfkantigen Schweifs angreift, indem es Gifthieb oder Giftschweif einsetzt, oder sie durch Giftzahn mit seinem Reißzähnen angreift, als auch bei speziellen Giftattacken, bei denen es den Feind mit giftigem Gas anrülpst, indem es Rülpse einsetzt oder sie durch Giftschock mit toxischen Flüssigkeiten überschüttet. Seine Fähigkeit Expidermis nutzt den Pokémon, um sich vor primären Statusveränderungen zu heilen. Die versteckte Fähigkeit Schwebe durch lässt es gegnerische Schilde durchbrechen. Vibdis ist in den Gräsern, nahe Gebirgen und Gewässern wie der Route 114 in Hoenn aufzufinden. Seit Generationen lebt dieses Pokémon in Feindschaft mit dem Fretkatz-Pokémon Sengo. Und sein ganzer Körper ist mit Narben der zahlreichen grausamen Kämpfe gegen dieses übersät. Den Feind greift es mit seinem schwertartigen Schweif an, welches stets an Steinen schärft und kontert damit Sengos Schnelligkeit. Ist es auf Nahrungssuche, so versteckt sich Vibdis im hohen Gras, wartet dort auf seine Beute und erlegt diese anschließend mit seinen Zähnen. Dabei hat Vibdis keine Vorstufe und ist auch nicht dazu in der Lage, sich weiterzuentwickeln. Und mit dem Typ Gift nimmt es halben Schaden gegen Kampf, Gift, Käfer, Pflanzen und Fee-Attacken, doppelten Schaden gegen Boden- und Psycho-Attacken und der Rest macht normalen Schaden.